Willkommen zu einer neuen Filmkritik. The Nun 2 ist jetzt raus, die Fortsetzung von The Nun, aber gleichzeitig ist es der zweite Teil sozusagen der Vorgeschichte des Conjuring-Franchises. Und ja, The Nun ist irgendwie auch schon so ein bisschen Kult geworden, also vor allem die Nonne, muss ich sagen. An Halloween sieht man ständig Leute als diese Nonne verkleidet. Ich verstehe aber auch ehrlich gesagt nicht, wieso. Den Film, ja, fand ich jetzt eigentlich nur mittelmäßig cool. War ein schönes Set, war ein schickes Schloss, aber alles in allem war es kein besonderer Horrorfilm. Und ich habe gehofft, dass The Nun 2 mindestens genauso gut ist. Und ja, ich kann es leider nicht anders sagen, als dass ich da richtig krass enttäuscht wurde. Deswegen gehen wir rein in die spoilerfreie Kritik zu The Nun 2. Der Film spielt im Frankreich des Jahres 1956 und Maurice und Irene sind ja in so einem kleinen Kloster untergekommen, die man schon aus The Nun kennt, und dann wird auf einmal ein Priester getötet und die Kirche findet raus, da werden noch mehr Leute getötet, und ja, man findet raus, der gleiche Dämon aus The Nun lebt immer noch. Da gibt es auch keine riesen Erklärung und so weiter, und dann muss Irene mal wieder ran. Warum auch immer sie das nochmal machen muss, obwohl sie das gar nicht will. Und da geht das alles schon los in dem Film, weil der hat eigentlich schon ziemlich krass cool gestartet eben mit diesem Tod dieses Priesters, wo ich dachte, jetzt ja schon auf die Fresse und so. Ab geht's, und dann kommt in dem Film aber leider nichts mehr in die Richtung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Story ist richtig, richtig dumm. Die Story teilt sich dann nämlich relativ schnell auf, und zwar Irene versucht mit einer Freundin rauszufinden, was denn da los ist, also das volle Klischee wie in jedem Horrorfilm, währenddessen diese Dämon Valak random Leute terrorisiert oder irgendwie einfach alle random terrorisiert, und es ist in der ganzen Story eigentlich so, dass einem das sowieso schon alles wurscht ist. Es ist wirklich auch tatsächlich so, dass diese Nonne immer wieder irgendwo auftaucht, Leute erschreckt, Jumpscare, dann ist wieder ein bisschen Blabla, ein bisschen Story, dann wieder Spannung, die Musik wird wieder lauter, Jumpscare. Und also die Leute von euch, die viele Horrorfilme schauen, werden alles kommen sehen. Und die, die von euch nicht ständig Horrorfilme schauen, die werden sich wahrscheinlich trotzdem hart langweilen. Und deswegen, boah, ich weiß nicht. Also ohne Scheiß, diese eine Storystrang, wo die versuchen rauszufinden, was so abgeht, da alles passiert einfach, also es ist wirklich, als hätte es ChatGPT geschrieben. Da gibt's keine Charakterentwicklung, keine krassen Twists, nichts, was man nicht von 5 Kilometer kommen sieht, und alles fällt ihnen einfach so vor die Füße. Teilweise gibt's Gegenstände, die sind super wichtig, aber dann irgendwie doch vollkommen egal. Dann findet man raus, was da so abgeht, und dann ist es super dramatisch, aber dann ist es doch vollkommen egal. Also, und irgendwie am Ende steht man dann da und dachte sich so, hä, was hat denn jetzt das alles eigentlich sein müssen? Wieso machen die Charaktere das überhaupt aus freien Stücken? Und dann kommt ein Finale, wo ich wirklich da saß und mir dachte, wieso hat man jetzt diese ganze Story überhaupt geschrieben? Das war alles vollkommen irrelevant. Und wirklich, man steht dann da und merkt, es ist alles vollkommen Wurst, weil alles, was man in dem Film gesagt hat, obwohl es nicht mal Sinn ergibt, war halt auch nicht mal relevant. Also es ist ohne Spaß so, dass es bei vielen Charakteren auch so ein paar kleine Hints gibt, was ihnen mal widerfahren ist oder wie es ihnen geht, oder man spürt zwischen den Charakteren so ein paar Sachen, die werden angedeutet, aber daraus wird nie zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwas gemacht, außer bei so Sachen, die man wirklich ins Gesicht geworfen bekommt, wo man genau weiß, ah ja, das ist später noch wichtig, und selbst das wird nicht mal richtig irgendwie ausgeführt. Es ist wahnsinnig plump geschrieben. Also ohne Scheiß, ich weiß nicht, wer das verbrochen hat. Ich habe echt gedacht, also ChatGPT hätte eine spannendere Geschichte mit besseren Twists schreiben können. Und dann ist der Film halt leider wirklich meistens gar nicht gruselig. Also die Musik kündigt eigentlich schon alles an, wenn es gruselig werden soll. Und dann sieht man halt wirklich alles schon kommen, was passiert. Man sieht sofort, ah ja, jetzt ist die Musik auf einmal aus, jetzt kommt ein Jumpscare. Und dann wiederholt sich das so gefühlt 10 Mal in dem Film und dann ist der Film vorbei. Um es mal ganz blöd zu sagen, deswegen, oh, weiß ich nicht. Auch wenn ich wirklich sagen muss, Kameraarbeit ist cool, da sind nette Sets dabei, da wird viel mit verschiedenen Dingen gespielt, die so aussehen und dann wieder doch nicht so aussehen, wie man denkt. Und da hat sich schon jemand Gedanken gemacht und es tut mir in der Seele weh, weil sicher da irgendein Art Director saß und dachte, boah, ich habe voll die coolen Ideen, wir machen das so und so. Und dann die Umsetzung so dermaßen reingeschissen hat, dass da wirklich eine richtig, richtig miese Geschichte daraus geworden ist. Das tut mir echt in der Seele weh. Was ich auch sehr faszinierend finde, ist, dass schlechte Horrorfilme für mich eine komische Eigenschaft gemein haben. Und zwar, irgendwie gibt es im Finale immer noch schlechtes CGI-Feuer. So, ich weiß nicht warum. Alle guten Horrorfilme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, haben kein CGI-Feuer. Der hier hat CGI-Feuer. Das heißt, ja, der Film war halt auch leider nix.
Nicht nur wegen dem CGI-Feuer, aber wollte ich einfach mal nur erwähnen. Ansonsten sind die Effekte eigentlich ganz gut. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist jetzt nicht auf Blumhouse-Niveau oder so, schon ein bisschen besser, auch atmosphärisch und so. Wenn nicht einfach alles andere da so reinscheißen würde, hätte ich das schon ein bisschen mehr gefeiert. Ich habe auch an den Schauspielern gar nichts auszusetzen. Ich muss ganz ehrlich sagen, gerade die beiden Hauptcharaktere sind eigentlich die einzigen, die mal so ein bisschen was zu tun bekommen. Da ist aber auch eigentlich nichts dabei, was einen vom Hocker haut. Also meistens müssen die nur geschockt schauen oder, oh mein Gott, wir haben was rausgefunden und weiche Dämon. Und es ist nichts dabei, was man nicht schon in anderen Exorzistenfilmen zum tausenden Malen viel besser gesehen hat. Und ja, da tun mir die Schauspieler schon ein bisschen leid, weil auch alle Charaktere, wirklich alle Charaktere, bekommen auch überhaupt keine Tiefe, bekommen nicht viel zu tun. Und am meisten sind dann eher noch diese Kinderdarsteller dabei. Es sind so ein paar Mädchen dabei, die ihre Sache ganz cool machen, aber auch da einfach gar keine Tiefe vorhanden. Deswegen, ja, Schauspieler gut, Charaktere leider gar nicht. Soundtrack eben, wie schon gesagt, eigentlich cool. Horrorfilmmäßig ein bisschen drüber, schon ein bisschen spannend. Das Problem ist, dass man damit ganz billig versucht, einfach direkt Spannung zu erzeugen in Momenten, die noch gar nicht spannend sein sollen, mit dem, was auf dem Bild passiert. Deswegen ist es einfach so, oh ja, jetzt wird es sicher gleich gruselig werden. Und dann, oh nein, es wird dunkel. Und die Musik kündigt das leider alles schon ziemlich krass an. Das fand ich sehr, sehr schade. Alles in allem war der Soundtrack aber eigentlich ganz gut. Trotzdem aber halt da auch falsch eingesetzt. Ich weiß nicht, wie man so viele schlechte Entscheidungen treffen konnte, dass selbst die Musik falsch eingesetzt wurde in dem Film. Alles in allem, boah, ja, ich weiß nicht, ist wirklich einer der schlechtesten Horrorfilme, die ich im Kino gesehen habe und gleichzeitig auch absolut der schlechteste in diesem Conjuring-Universum. Ist irgendwie, sieht so aus, als ob das wieder so ein Horror-Franchise wird, das immer mehr gegen die Wand gefahren wird. Das ist ja irgendwie auch so Classic bei allen Horror-Franchise, bei fast allen, wie es so aussieht. Und kann einfach nur sagen, boah, der war richtig, richtig mies. Also, der ist weder was für Horrorfilm-Neulinge, weil sich alles wiederholt und die Geschichte so wahnsinnig dumm ist, dass einem eigentlich alles vollkommen egal ist. Nichts macht Sinn, was die Charaktere machen und auch nichts ist wichtig. Von dem her kann man eigentlich auch während dem ganzen Film staubsaugen. Es ist vollkommen egal. Das finde ich sehr, sehr traurig, dass sowas ins Kino kommt, wo ich mir denke, hey, da haben die Streaming-Portale ja schon viel, viel bessere Sachen in die Richtung gemacht. Traurig, dass ich das mal sagen muss. Deswegen Hut ab vor diesem Schrott. Ah ja, und wenn ihr jetzt denkt, hey, Star Wars hat so richtig schlechte Cameos, die einfach nur billigster Fanservice sind oder die Marvel-Filme oder so, selbst das hat The Nun 2, wo ich mir dachte, boah, die haben da echt auch noch was reingeschmissen, was auch nicht mal wirklich Sinn macht oder irgendwie storyrelevant ist oder irgendwie wichtig ist, wo man sagt, oh ja, den Charakter kenne ich aus dem anderen Film. Wo ich ja, dachte wieder, boah, boah, das ist doch so unnötig und so. Da hätte man lieber ein bisschen Liebe in irgendwas anderes in den Film stecken sollen. Ja, deswegen bekommt The Nun 2 von mir eine 3 von 10. Waren ein paar nette atmosphärische Sets dabei und alles andere ist wirklich absolut unterirdisch. Also selbst für einen Horrorfilm wahnsinnig schlecht geschrieben, wahnsinnig dumme Charaktere, wahnsinnig random alles. Es macht keinen Sinn, es macht keinen Spaß. Die Jumpscares sieht man kommen, es ist nicht so wahnsinnig gruselig und so bleibt einfach bei einem Horrorfilm nicht viel übrig, was einen guten Horrorfilm ausmacht. Wie hat euch denn Nun 2 gefallen? Schreibt es mir in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus und ich hoffe, da kommt nicht noch mehr. Und sagt damit ciao, bis zum nächsten Mal.